Ja, herzlich willkommen auf YouTube. Ja, ich befinde mich quasi in meinem Schlafzimmer. Ja, die Kuh hat es ein bisschen bequem gemacht bei mir. Ich muss gerade mal die Lautstärke ein bisschen niedriger machen. Ja, ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was ich jetzt in der letzten Zeit mal gemacht habe. Und zwar habe ich das jetzt ein bisschen jetzt verbunden mit einem ja, Zug für, also so eine Zugstrecke. Bis erstmal hinkommen. Aber ich habe jetzt hier, wo ich jetzt hier von den ja, für Unterwasserhaus habe ich jetzt bis jetzt noch keine Verbindung gemacht. Man kann ja schon hier sehen. Oder auch nicht sehen. Nee, das ist ja gar nicht hier. Das ist ja viel weiter vorne. Jo, ich muss halt noch Gold sammeln, was gar nicht mal so einfach ist. Ach, und dann Triebe habe ich ja auch noch hier. Ach du. Also die jetzt sind irgendwie schlimmer geworden hier. Guck, das ist zum Kotzen, ist das hier. Was ist denn das jetzt? Ach ja, da geht's so zu meiner, ja, Bahnverbindung. Ey, das ist zum Kotzen mit den Kriebeln. Das ist mit denen so schlimm geworden jetzt. Guck und gleich das nächste Loch drin. Das ist doch nicht zu glauben hier. Da kannst du doch wirklich ausrasten hier. Jetzt kann ich das noch flicken hier. Ich weiß nicht, die musst du gar nicht mal richtig ansehen. Also genau, du musst sie im Prinzip nur ansehen. Dann hast du schon eine riesen Explosion hier. Das ist... Das kann ich gar nicht. Ah. Ich habe mir das alles so schön gebaut. Ich muss es, glaube ich, alles umzäunen. Weil das ist einfach ärgerlich. Weil die sprengen sich dann in die Luft und haben da... Da ist die Arbeit quasi wieder umsonst. Hier, ich muss mal hier die Erde mal wieder hinklatschen. Es geht natürlich jetzt nicht so ein Let's Play dazu, aber ja, was bleibt mir anders übrig, das jetzt wieder zuzubauen? Weiß gar nicht, wie das jetzt genau war. Ach, das regt mich wirklich auf hier. Wie siehst du, es fehlt mir noch Erde, was ich jetzt nicht habe. Verbinde ich das? Soll ich das jetzt so machen? Boah, ich wollte es jetzt nicht komplett. Ja, ich mach das dann so. Genau so. Ja, jetzt habe ich kein Graven mehr. Ah, kein Kies. Ich muss das irgendwie dann später machen. Ich habe jetzt auch keine Erde. Ich müsste dir jetzt wieder zurücklaufen. Also hier unten. Was soll ich jetzt am besten machen? Komm, ich hole jetzt erstmal ganz schnell. Alter, das regt mich jetzt wieder auf hier. Weil ich muss das, glaube ich, komplett umzäunen, die Wege. Weil das ist so schlimm geworden mit den Kriebeln, die musst du nur mal ein bisschen angucken, dann explodieren die schon. Nahrung, Stein. So, dann nimm mal ein bisschen Kies mit. Ich brauche jetzt von denen auch. Ne, ich nehme mal so einen Pack mit. Was bräuchte ich noch? Ja, mein Diamant habe ich jetzt komplett aufgebraucht für meine, ja, für meine Schaufel jetzt zum Beispiel, was ich mir jetzt zugelegt habe. Und ja, ich muss dann wieder irgendwann wieder neue Stoffe suchen am Diamanten, aber zurzeit, ja, steht eigentlich nur jetzt meine Bahnverbindung zwischen alle meine Häuser. Ja, was schon mal gut ist, ich habe heute die Freischaltung bekommen, dass ich jetzt Videos aufnehmen kann, die jetzt länger als 15 Minuten sind, was nicht schlecht ist. Und ja. Ja, ich mach mal jetzt den einen Weg da jetzt ein bisschen. Ja, ich muss es wieder reparieren. Das ist ärgerlich einfach nur. Also das Problem ist, die verschwinden auch nicht so schnell in der Nacht, also am Tag, sondern die bleiben dann auch mal eine gewisse Zeit dann da. Schon mal gucken, ob das jetzt. Nee, das ist auch nicht. Nee, normal müsste es so sein.
Ah, habe ich jetzt die Erde? Ne, die Erde habe ich natürlich vergessen. Eieieiei. Wie ärgerlich, weil ich wollte euch eigentlich nur die Bahn zeigen, die ich jetzt. Also, genau, man kann ja schon ein bisschen was sehen. Wie ich schon gesagt habe, ich brauche. Ups. Ich brauche halt doch mehr Antriebsschienen. Weil man braucht jetzt eigentlich sehr viel jetzt. Ich habe jetzt so ein bisschen bei Wiki geguckt, was man da anbauen muss oder was man da braucht. Und das ist nicht gerade wenig. Ich habe mal einen Stack geschickt und es ist schon wieder fast Nacht hier. So, jetzt muss ich auch noch. Also ich will ja hoffen, dass die das im nächsten Patch ein bisschen ändert, die Creeper. Also das ist so ärgerlich. Ja, hier oben, also hier oben drauf, also hier kommt dann quasi noch so eine Art, ja, Zaun hin, damit keiner dann abstürzen kann. Und, ja. Das mit der Gleisverbindung ist auch so ein Akt gewesen hier, also. Was brauche ich denn? Holz? Gut, da drüben ist ja schon die. Ach so, stimmt ja. Ich brauche ja dann hier. Wie brauche ich ja dann wieder Erde? Warte, muss ich gerade mal. Ich muss gerade mal die Erde holen. Also nicht die Erde holen, die habe ich ja schon. Sondern ein bisschen. Habe ich das hier dran? Oder? Genau, hier ist mein Holzfäller. Oder eher gesagt mein Sägewerk. Wie ich es schon mal ja am Anfang schon mal erwähnt habe. Und ja. Jetzt mache ich das noch schnell. So, mach ich das so und dann kommt ich dann. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt schon mal. Jetzt brauche ich hier auch noch mal eins. Oh, nee, das nicht. Natürlich jetzt keine Axt dabei, aber sollte schon gehen. Okay, dann muss ich das wieder genau so machen. Oh, was war das jetzt? So, jetzt haben wir wieder. Was ist denn das jetzt wieder? Nee, dann jetzt nicht. Ach so. Muss ich das gleich so machen. Genau. Jetzt vertrödel ich jetzt die ganze Zeit mit den Aufräumarbeiten, aber das ist halt wichtig. Ich will das halt wieder in Ordnung gebracht. Genau, hab ich jetzt das hier. So. Ah, was ist denn los? Also da brauche ich. Da kommt dann hier unten, kommt dann wieder Erde hin. Da kann ich auch kein Gravel. Ich muss erst die. Das ist der Füllen, das muss hier weg. So, jetzt müsste es doch eigentlich jetzt wieder fast in Ordnung sein. Gut, das sieht dann passt dann so. Ist wieder um den Baum, genau. Ja, nicht. Komm, jetzt mach ich das mal hier wieder in der Reihe hin. Und da eine Reihe hin. Ich weiß natürlich nicht, wie das vorher war, aber ich hoffe, das passiert nicht nochmal. So, jetzt muss das eine Mal schon von innen, aber Hauptsache, dass es erstmal dicht hier ist. So, das noch mehr und dann hier nochmal. Soll ja ein bisschen natürlich aussehen. Das muss auch noch verlängert werden. Und das kommt dann so. Und dann kann man es so lassen. Dann muss man hier noch. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Jo. Okay, jetzt gehen wir eigentlich zur Bahnverbindung. Weil ich habe jetzt die Häuser, habe ich jetzt zum Teil ein bisschen verbunden mit der Bahnstrecke. Also hier unten habe ich noch keine Bahnstrecke, weil mir fehlt ja wirklich die Rohstoffe noch. Das geht dann Richtung, ja, mein Glashaus. Das habe ich jetzt alles ausgeschachtet. Ist auch eine Mordsarbeit gewesen, war auch ein, ja, Tag Arbeit. Ich weiß noch nicht, was ich hier direkt reinmache, ob ich jetzt Stein jetzt, so wie jetzt hier, oder ob ich das ein bisschen mische mit Wolle oder,
Keine Ahnung. Also das hier kommt quasi immer die Bahnstrecke hin. Und es ist dann hier nochmal so eine, ja, so eine Möglichkeit, wenn dann irgendwelche Probleme ist, dass man dann noch durch den U-Bahn-Tunnel laufen kann. Hier ist jetzt mal, bin ich jetzt quasi über meinen kleinen Fluss. Da drauf zahlt raus. Ich hoffe, das tun die auch nochmal ändern. Genau. So, jetzt kommen wir eigentlich zu meiner ersten Bahnstrecke. Also, ich glaube, wir können eigentlich fahren. So, man kann das schon hier sehen. Hier habe ich zum Teil angefangen. Es fehlt natürlich überall noch von diesen Beschleunigungsschienen. Und das, ach, hier ist jetzt sogar eine Lore. Also ich habe das jetzt hier verbunden mit meinem größeren Haus. So, das ist die Musik, habe ich schon erschrocken. Nee, ah, nee, das nicht. Sondern ich muss jetzt mal schlafen gehen. Nee, doch hier. Da. Ich habe jetzt nochmal überall nochmal einen Öfen rein, also einen Ofen rein, wo halt, es gibt sich eigentlich in jeden Raum, gehört einen Ofen rein. Sonst habe ich schon nicht viel gemacht. So, ich gehe erstmal schlafen. So, hopp, schlafen. Muss noch aufstehen, komm. Genau. So, dann reisen, ups, dann reisen wir erstmal. So, hier habe ich einen Knopf. Da. Genau. Das muss halt noch ein bisschen ausgebessert werden, weil, guck, hier wird schon wesentlich langsamer wegen den ganzen Kurven. Und ich will hoffen, dass es schickt. Jetzt geht's ein bisschen bergab. So, hier gibt es da diese Beschleunigung. Da müsste es eigentlich schicken jetzt. Vom Tempo her. Ah, hier wird es wieder langsamer. Hier müsste ich auch heute was hinbauen, aber. Gut, das ist ja alles noch ausbaufähig. Genau, da wird schon wieder beschleunigt. Ups. Ups. Oh, genau. Das habe ich halt hier mit meinen, quasi mit meinem ersten Gebäude, mit dem Wasser, habe ich das so ein bisschen verbunden. Und, ja. Da unten, wo ich quasi meine Pilze habe, da habe ich bis jetzt auch noch nichts gemacht, weil, wie ich schon gesagt habe, ich nehme nur auf, wenn ich mal wieder Lust habe. Und ich weiß nicht, wann ich die Bahnstrecke gebaut habe. Ich glaube, vor 2 Tagen, da habe ich mal wieder Lust gehabt auf Minecraft. Und da habe ich mir das so ein bisschen ausgebaut und ja, habe erstmal die Wege abgerissen gehabt. Und das ist quasi auf dem Weg, wo ich quasi auch laufe, da ist halt auch die Bahnstrecke. Und ja. Okay, dann sage ich mal, ja, tschüss und ja, tut mir leid wegen dem kleinen Fauxpas am Anfang, dass der Kleber, also es waren ja 2, explodierend sind, aber damit musst du halt immer rechnen, wenn du die einmal anguckst, dann explodieren sie und ja, dann ist schon der Weg schon wieder hin. So, Dele, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt die Aufnahme, also ich beende die Aufnahme und ja, wir sehen uns und jo, tschüss.